Hey Leute, ich bin's Max von Bushcraft Bear. Einige von euch kennen vielleicht das Problem mit diesen Nalgene Weithalsflaschen. Wenn man schnell trinkt, dann läuft einem das Wasser einfach durch die weite Öffnung am Mund vorbei und man saut sich einmal komplett ein. Man kann natürlich einfach eine Nalgene Flasche mit einem schmaleren Hals kaufen, dann verliert man natürlich aber die ganzen Vorteile von dieser weiten Öffnung, wie einfache Befüllung, sehr einfache Reinigung. Ich stelle meine 1 Liter Flaschen zum Beispiel einfach komplett in die Spülmaschine und die werden wunderbar sauber da drin. Aber was kann man tun, um sich nicht einmal komplett einzusauen? Es gibt von Nalgene solche Zipper, heißen die, die man da reinmachen kann, wo die Öffnung dann leicht verkleinert wird. Finde ich aber auch nicht so super. Mir passiert es damit sogar auch noch manchmal, dass wenn ich nicht aufpasse, dass ich mich einmal einsau. Und es ist auch immer ein bisschen ein Gefummel, diese Zipper da ordentlich reinzubekommen, dass sie richtig halten. Heute möchte ich euch was vorstellen, und zwar einen Deckel von der Firma Human Gear. Und was der genau kann, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, und das hier ist er, dieser Deckel von Human Gear. Und wie ihr seht, passt er auf diese Nalgene Weithalsflaschen drauf. Und was er macht, ist ganz einfach aus diesem Weithalsdeckel hier einen schmalen Deckel, wie er auch ungefähr bei den Nalgene mit den schmaleren Hälsen ist. Ist ein sehr einfaches System, einfach ein großer Deckel, der dann zu einem kleinen wird. Und ich finde es enorm praktisch, weil ich hier einfach nicht dieses Problem habe, dass ich mich beim Trinken einsau. Auch bei einer Autofahrt, wo es mal irgendwie eine rucklige Straße ist, kann ich da wunderbar draus trinken, ohne dass irgendwie Wasser dran vorbeischwappt. Der Deckel passt auf alle Weithalsflaschen, die dasselbe Gewinde wie die Nalgene-Flaschen haben. Also auch GSI, Camelback oder ähnliche passen da. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Arg viel kann man zu dem Deckel nicht sagen. Ich finde es eine super Sache. Ich habe selber recht lang gesucht, wie ich den gefunden habe. Falls ihr Interesse daran habt, dann schaut auf www.walkonthewildside.eu vorbei. Dort könnt ihr den Deckel beziehen, sowohl in grün als auch in blau. Und zwar nur diese obere Kappe hier. Die Grundfarbe ist immer in diesem Grau. Das soll es schon gewesen sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.